Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Ja, ich war jetzt 2-3 Tage unterwegs, tut mir leid, deswegen kamen keine Videos, aber ich bin trotzdem begeistert, wie es heute lief. Und ich kann heute die heutige Extreme Daily Challenge eigentlich auch jedem empfehlen. Die Goldgrenze ist zwar recht hart und ja, es haut viele dadurch, aber ja, ihr werdet noch sehen, was euch auf alles auf euch jetzt gleich zukommt. Gut, Turm ohne Ende heißt natürlich wieder, wir müssen ein paar Regeln beachten. Gerade heute können wir die wieder schön einsetzen. Das heißt, zum einen sammle wirklich alle oder geh immer auf die violetten Looms. Denn die zeigen sehr schön an, wie man sich durch das ganze Level hier durchbewegen kann. Und zum zweiten dann natürlich, wenn man schon die Bumper benutzt, immer wenn es geht, irgendwie von unten anspringen. Hat den Vorteil, dass man sie garantiert trifft und nicht irgendwie außerseitlich oben drüber fliegt. Und eine andere Regel noch, aufpassen, gerade mit Wänden, dass man halt eben sich schön abstößt, beziehungsweise dass man auch den Controller halt eben randrückt, dass man nicht irgendwie abrutscht. Dann ist das Ganze eigentlich nicht kein Problem hier beim Turm ohne Ende. Gut, wir haben schon 350 Meter, haben hier wieder mal eine Ranke, an der wir weiter hochklettern, hier schön von der Seite drauf. Und gerade die Sachen, wenn es hier so schön die gerade Wand hochgeht, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um hier ordentlich Meter auch wieder zu machen. Gut, wir springen hier an der Seite ran, lassen uns von der Seite ran schwingen und kriegen auch schon zur Belobung die 500 Meter Pause. So, noch eine Pause, dann sind wir auch schon vor der Goldgrenze. Gut, hier einmal weiter Bumper, oben Seil einmal schlagen, dann kommen wir auch dadurch. Hier weiter hoch. Einmal durch den hier, Sprung, Schlag, weiter auf die Wand. Wieso sie den Bumper da eigentlich hinbaut haben, ist mir bis heute nicht ganz klar. Hier ein weiterer Sprung nach drüben und weiter auf den nächsten Bumper. So, hier einmal hoch, weiter auf den Bereich, hier einmal hochspringen, weiter auf die Ranke, wir gehen gleich weiter. Da vor allem dann nicht zu hoch springen, nicht dass man schon an der Schräge ist und eigentlich nicht mehr loslaufen kann. Hier einmal weiter nochmal durchschlagen und wir sind bei der 750 Meter Pause. So, jetzt wird es ein klein bisschen schwieriger. Hier nochmal durchschlagen, wieder den Bumper seitlich anspringen und hier im letzten Moment abspringen, ganz schnell dann weiterspringen. Hier einmal Schlag durch, die sind natürlich sehr einfach und schön zu machen. Hier nochmal weiter durch, auf die Schräge, einmal weitergehen, im letzten Moment die Violetten wieder schnappen, zack, nochmal und jetzt ganz schnelle Wechsel, weiter zum Blauen, hier nicht zu hoch springen, nicht dass wir über das Ziel hier unten überspringen und wenn wir das gerade eben gekonnt haben, hier ganz schnell weiter weg von dem Ring, dann sollte jetzt gleich eigentlich auch die Goldgrenze kein Problem sein, denn die kommt hier auf den Ring zurück. Hier wieder ganz schnell weg abhauen, denn das hier ist jetzt die Goldgrenze. Das heißt, hier ganz früh abspringen, ganz schnelle Sprünge und dann wenn möglich den Bomber noch schaffen. Den hätte ich fast übersprungen. So, hier weiter aufs Seil, rüber auf den Bumper und jetzt beginnt eigentlich nur noch die Kür und ein schöner Platz hier in der Wertung. Einmal weiter, hier auf den Bumper seitlich, jetzt hier wieder ein schneller Sprung, ganz schneller Wechsel, auf die Seite abspringen, da aufpassen, dass wir früh genug, das hat mich einmal sogar das Leben gekostet, hier auch wieder schneller Wechsel, weiter auf den Blauen, das ist ja nichts anderes wie das gerade vorhin, nur halt eben von der anderen Seite, hier einmal das Schlag durch, Sprung durch, Schlag durch und einmal weiter. Eine Grenze in der besten Liste wird jetzt auch gleich kommen bei 1003 Meter und zwar die hier. Da springen die Leute aus irgendeinem Grund, den ich nicht kapiere, sich stark nach rechts ab und ja, verstehe ich bis heute nicht, aber da hat es auch ein paar verspult in der besten Liste. So, hier weiter, wir haben die, es gibt keine 1300 Meter Pause, deswegen, ja, komisch. Wir machen hier einen weiteren Sprung, schön immer durch, schön auf die Looms achten, hier wieder der schnelle Wechsel, weiter auf den Blauen, nicht hier zu hoch springen, auf den Ring, rüber auf den Bumper und wir sind bei 1500 Meter, hier den Controller wieder loslassen, nicht dass wir einen zu kleinen Sprung machen und das ist jetzt natürlich der Knaller, hier rüber springen, aktivieren und da haut es mich hier drüber.
Aber ja, 1536 Meter ist ein schöner Wert. Ein paar sind noch besser, aber schauen wir mal in die Bestenliste rein, wie es aussieht. Und es ist Rang 4, also aktuell Europameister, beziehungsweise Platz 4 weltweit von 212, das heißt Top 2%, das haben wir auch drin. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es bringt dir was und du machst auch eine gute Platzierung heute in der Daily Challenge. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Also, bis dann. Ciao, ciao.